Willkommen bei Fox Toybox. Ich habe euch heute was Interessantes mitgebracht und zwar von Playmobil aus ihrer Christmas-Reihe, die 5588, die große Weihnachtskrippe sowie die 1006, ja, die Heiligen Drei Könige. Ja. Hat mich auf jeden Fall interessiert, weil, warum nicht? Wir haben Weihnachten. Ha! Man soll es nicht für möglich halten. Genau. Dann gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Also, ich meine, finde ich auf jeden Fall erstmal gar nicht mal so schlecht. Ne? Ich meine, ob man jetzt das Thema quasi im Spielzeug einbringt, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ich persönlich finde das interessant, weil ich habe ja auch eine Menge Toys hier rumstehen und ein bisschen was Weihnachtliches ist ja nicht weg. Warum nicht so eine Krippe? Ja, dann gibt es hier hinten noch so ein paar Features, ne? Dass man hier Licht machen kann. Ja, das Übliche. Was soll man jetzt sagen? Und hier sehen wir das Zubehör. Dann würde ich mal sagen, packen wir das mal aus und schauen uns an, was wir hier alles dabei haben. So, wir haben jetzt alles befreit und auch aus den Tüten, damit das nicht allzu laut für euch ist. Und ja, und schauen wir mal. Fangen wir mal an mit der Bedienungsanleitung. Ne? Und wir bauen das jetzt hier zusammen auf. Wir haben hier eine ziemlich große Grundplatte. Finde ich gar nicht mal schlecht. Ne? Also, ist schon mal was Stabiles und Hochwertiges, würde ich jetzt mal sagen. Dann bauen wir das auf. Komischerweise, hier wird noch angezeigt, dass es reingesteckt werden muss. Hier ist es aber schon drin, aber ist ja kein Problem. Ne? Es sind ja faule Menschen. So. Dann nehmen wir Porn hier rein. Hauptsache, man sieht da jetzt auch was von. Genau. Dann. Okay. Entschuldigung. Brauchen wir dieses Element und dieses Element, genau, und stecken dieses in jenes hinein. So, dieses kommt hier hin. Dann nehmen wir dieses Element und dieses Element, stecken es auch hier so rein und dann hier. Okay. So. Ah, alles klar. Dann gibt es hier noch so ein Blütenelement, da steckt man das hier noch rein. Und hier vorne ist ein Loch, da kommt das Teil dann rein. Gut, dann brauchen wir noch dieses Element. Was ist das? Ja, genau, das ist es. Und das kommt dann hier dazwischen. So. Okay, davon gibt es noch. Achso, dann kommt dieses Element hier dazu. Das wird dann einmal hier reingesteckt und einmal nur einfach draufgelegt. So, dann kommt das Dach. Das haben wir hier. Oder dieses Dach, eher dieses Dach. Gut, das kommt dann so hier drauf. Ja, erstmal ist das jetzt ein bisschen, finde ich, ein bisschen instabile Sache.
So. Alles klar. Gut, dann kommt das nächste Element dazu. Das kommt hier hin. Kommen der Sache jetzt schon näher, ne? dann brauchen wir den Palmstängel, das erste Palmelement, dann kommt hier so ein, genau hier so ein Teil drauf, und das nächste Palmelement. So, und unten kommt noch ein Haken, wenn ich den jetzt finde. Mal kurz gucken. Ah, hier. Der kommt jetzt, keine Ahnung, hier hin. Oh. Ah, andersrum, so rum. Okay. So, und dann wird das Ding hier reingesteckt. Dann haben wir hier auch schon direkt die Palme. Dann kommt dieses Element hier. Und das wird dann mit Stickern beklebt. Ja, ich bin eigentlich kein Freund von Stickern, aber ich meine, gut, da muss man dann mal auch mal alle vier gerade sein lassen. In dem Fall. Die Sticker sind ja eigentlich von Playmobil alle sehr, in der Regel sehr hochwertig. So. So. Die 2 kommt hier hin. Und so haben wir jetzt auch die Elemente dran. Dann kommt hier noch ja, das hier rein. Und dann können wir das Teil auch schon hinten dran machen. Sitzt, wackelt und hat Luft. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dann gibt es hier hinten noch eine Platte für den Stern. Und die kommt hier oben rein.
So. Da haben wir ja schon mal den größten Teil der Krippe stehen. So, gucken wir mal. Da. Also die Krippe steht schon mal. Sehr schön. Ja, und das ist der Zusammenbau der Krippe. Jetzt gibt es dann noch so ein paar zusätzliche Elemente wie diese Lampe. Dafür muss man hier quasi das Ding abmachen. Und dann brennt die. Und man sieht, dass es da auch so ein leichtes Geflacker drin ist. Finde ich gar nicht mal schlecht. Ja, und jetzt kommen die anderen Zubehörteile zusammen. Da haben wir einmal hier die Krippe. Da kommt dann der, ne, hier ist so ein bisschen Heu hin. Das wird hier einfach reingeklipst. So. Ja, und da rein kommt natürlich, wieso sollte es anders sein, ne? Das Neugeborene. Dann haben wir hier einen Weidekorb. Da kommt hier so ein bisschen Grünzeug drauf, dran, drunter. So. Dann haben wir hier eine Feuerstelle. Hier das Holz. Das Feuer oben drauf. So, haben wir es jetzt hier auch schön warm. Genau, dann haben wir hier einmal den Josef. Ah, okay. So. Den richtig rum? Hi, keine Ahnung. Laut Bild nicht. Also machen wir es laut Bild anders. So. Dann ist er so rum. Auch, ne, sehr schön gemacht. Kann man jetzt nicht anders sagen. Dann haben wir natürlich Maria. So, haben wir hier. Auch recht schön gestaltet. So, hier das Deck. Ja, die Mütze will jetzt nicht so gut drauf sitzen, aber egal. So, haben wir. Dann haben wir einen Hirten. Den haben wir hier. Kriegt der Hirte irgendwas? Hiernach kriegt der Hirte gar nichts. Dann haben wir ein kleines Engelchen. Das haben wir hier. Und wenn man schon es richtig macht. Oh, wir haben das Kind in den geschmissen. Ja. So, kleines Engelchen. Der Heiligenschein ist ein bisschen zu groß. So, dann kriegt die hier einmal so einen Halter ran. Und dann kommen die Flügelchen dran. So. Und so. Auch sehr schön. Was haben wir denn dann? Dann haben wir den Ochsen. Dann haben wir hier. Dann haben wir hier einen Esel. Wir haben Bänke, eine große und eine kleine. So. Und noch ein bisschen Zubehör. Zwei kleine
Lämmer. Haben wir auch noch hier. Was sagt denn der Serviervorschlag nochmal auf dem Bild? Gucke ich mal kurz nach. Ah, alles klar. Also der Serviervorschlag sagt, hier haben wir ein Hirtenrute und hier haben wir noch einen Eimer. So. Dann kriegt das Engelchen noch einen kleinen Stab. Hier haben wir zwei Vögel, die kommen hier in das Nest rein. Ja. Nochmal zwei Piepmätze. Dann haben wir hier so eine Vorratstasche. Die kann man hier dranhängen. Ist das so richtig rum? Oh, ich würde mal sagen, ja. Eigentlich so. Aber der Serviervorschlag sagt so. Okay. Wenn der Serviervorschlag das so sagt, dann haben wir, ich würde jetzt mal sagen, zweimal so Maiskolben. Könnten das sein? Die kommen hier rein. Ja, und dann hat man hier nochmal einen Krug und einen Becher. Kann man hier auch auf den Hocker, auf den Tisch, was auch immer hier stellen. Und dann gibt es noch einen Besen. Ja, der ist zum Fegen. Den stellen wir mal hier an der Seite. Wer will hier schon fegen? Und damit ist die Krippe quasi vollständig. So sieht die große Weihnachtskrippe aus. Also vollständig bestückt. Und dann kann man natürlich noch so diese zusätzlichen Teile holen. Und das habe ich auch getan. Wir haben hier die Heiligen Drei Könige. Einmal hier. Hier. Und hier. Ja. Und somit kann von meiner Warte aus Weihnachten bei mir jetzt kommen. Ich habe die jetzt hier stehen und stelle sie nachher auch noch, ne? Also zum Baum. Und ja, dann hoffe ich mal, euch hat mal dieses Video gefallen. Und ja, ich sag mal so, ne, liken, teilen, abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr auch keine neue Folge verpasst. Ich wünsche euch dann frohe Weihnachten. Und ja, wir sehen uns wieder, wenn es heißt Neues aus Fox Toybox.